Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir hier in Ostmarsch Kriegsrat gehalten. Und wir müssen jetzt mal mit dem General sprechen, um zu schauen, wie wir nun den Angriff vorbereiten können. Die Zeit ist reif, Fildgor und die Sturmfäuste ein für allemal zu vernichten. König Jorun hat vorgeschlagen, dass ich mit euch spreche. Ah ja, die Spähberichte. Er will, dass ihr euch nach Skuldafen hineinschleicht, während wir den Großteil der Armee des Orktane ablenken. Skuldafen ist etwas Besonderes für die Nord. Jorun hatte immer vor, die Versammlung dort abzuhalten. Doch dann zog Fildgor ein. Warum hat Fildgor Skuldafen übernommen? Wir glauben, dass Fildgor den Drachenschrein missbrauchen will, um Königin Nunhildes Seele zu rauben und die Krone von Freydis zu zwingen, ihn als rechtmäßigen Herrscher von Himmelsrand anzuerkennen. Trefft Speer, Schneejäger im Nordosten. Er wird euch zeigen, wie man nach Skuldafen hineingelangt. Ich werde nach Speer, Schneejäger suchen. So, jetzt muss ich nur mal eben gucken, in welche Richtung. Ich bin auch die ganze Zeit schon mal überlegen. Nee, aber ich glaube, die können wir von hier aus jetzt nicht machen. Er ist auf jeden Fall zu unserer Linken. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir da hin? Achso, das ist da. Gut, dann weiß ich, wie wir hinkommen. Der Späher, der Späher. Bist du irgendwo auf der Seite? Und ich habe gerade eine Wimper im Auge. Das ist gerade sehr unpassend. Auch gerade insbesondere, weil ich gerade erst angefangen habe, die Aufnahme zu machen. Ich wollte ja eigentlich nicht zwischengeklemmt sein. Ja, ist eine andere Art hinzureisen, aber es hat funktioniert. Ihr kommt von Joruns Wehr. Hat der General euch geschickt? General Noramil schickt mich. Ausgezeichnet. Wir halten hier alles so gut wie möglich zusammen, aber wir müssen rasch zuschlagen. Ich fürchte, der Thronräuber steht kurz davor, sein Ziel zu erreichen. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Wir hatten schon Sorge, dass wir unsere Chance verpassen würden. Die anderen Späher berichten, dass Fildgors Flanke nicht verteidigt wird. Wie nutzen wir das zu unserem Vorteil aus? Geht und sprecht mit Tanemera. Sie hat einen kleinen Trupp durch diesen Pass hoch und nach Skuldafen hineingeführt. Wir müssen einen Weg finden, um den Rest der Soldaten durch den Pass zu bekommen, ohne die Aufmerksamkeit der Sturmfäuste auf uns zu ziehen. Ich werde mich mit Tanemera treffen. Skuldafen ist äußerst gut zu verteidigen. Es wird nicht leicht werden, unsere Armee dort hinaufzuführen. Trotzdem wird Fildgor der Verstoßene nicht darauf warten, bis wir in Stellung sind. Ich bin mir sicher, er hat seinen eigenen Zeitplan, an den er sich halten muss. Viel Glück dort oben. Ich verstehe. Danke. Tanemera, ist das nicht die aus der Hauptstadt, auf die wir das erste Mal getroffen sind? Muss ich mit dir reden? Nö, anscheinend nicht. Feuer und Schnee. Bewacht mal schön die Tunnel. Ich schau mal in der Zeit, wo Tanemera ist. Und schau mal, ob ich jetzt hier noch irgendwas mitnehmen kann. Schlimm, ne? Musst du die Mauer halten, damit die nicht umkippt? Ach, armer Kerl. Hat so einen weitreichenden Job. Und trotzdem ist er so langweilig. Das ist wieder nicht drin, oder? Ich muss das schon wieder... Es ist wirklich nur nee. Anschließend brauche ich die Tür, glaube ich, nicht. Die kann man auch so öffnen. Es ist einfach nur nervig, wollte ich sagen, dass man das immer machen muss. Ja, und hier ist jetzt schon wieder alles geklaut. Das ist doch dämlich. Bleibt mal stehen. Ich weiß nicht, warum ihr hier alle so auf den Knien rumhockt. Bleibt unten. Warum? Die Sturmfäuste wissen nicht, dass wir hier sind. Ach so. Und das soll auch so bleiben. Wir verstecken uns einfach nur? Wir warten, bis König Jorun und seine Truppen eintreffen. Aber Fildgor hat seine eigenen Pläne. Er ist schnell unterwegs. Und ich glaube nicht, dass die Armee rechtzeitig hier sein wird. Aber ich habe da ein paar Ideen, wie wir ihn bremsen können. Was ist euer Plan? Feuer. Nichts sorgt für mehr Chaos als ein tobendes Feuer. Verschreckt sogar die einfältigsten Norddickschädel. Die Wagen, die die Sturmfäuste mitgebracht haben, sind voll mit Waffen, Essen und sonstiger Ausrüstung. Zündet sie an und sorgt für Panik. Das sollte sie eine Weile aufhalten. Was soll ich also machen? Entzündet das Signalfeuer. Das ist das Zeichen, auf das die Truppen des Königs warten, bevor sie ihren letzten Vorstoß den Berg hinauf beginnen.
Dennoch glaube ich nicht, dass sie es rechtzeitig schaffen werden. Ihr müsst Fildgor aufsuchen und ihn aufhalten. Viel Glück. Ja, warum machen wir das nicht zusammen? Weil ich alleine besser bin. Genau. Okay. Dann suchen wir mal ein schönes Örtchen, wo wir Feuer legen können. Das ist, glaube ich, das nächste. Ach, das war das hier. Ah, diese Rumrennerei, die war so, naja, bisschen nervig. So. Da sind keine Vorräte, die sind höher. Ich liebe deine roten Haare. Es tut mir aber trotzdem leid, ich muss dich umbringen. Ja. Ich bringe euch Feuer. Hahaha. So, hier darf ich dann wieder die Sachen nehmen. Die sind dann nicht gestohlen. So, den Rest müssen... Nee, hier kommen wir nicht durch. Den Rest müssen wir irgendwo, glaube ich, da hinten durch machen. Guten Tag, guten Tag. Ich kann mich ja nicht überall durchschleichen. Es tut mir leid. Dafür habe ich keine Zeit. Im Laufschritt. Bup. Nein, nicht den Gewürzsack. Ich will das... Hallo? Da, genau. Auf euch bring ich Feuer. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Helf mir! Dir ist nicht mehr zu helfen. Ah, ja, stimmt, da oben war doch noch was. Guck mal hier. Ich helfe dir, dass du dich mal hinlegen kannst. Bastian, ganz ehrlich, bis du mal da bist, ne? So. Einmal entzünden. Das sind eure Vorräte. Dich muss ich dann auch mal eben... Genau, das Signalfeuer muss ich mal entzünden. Das war's. Frage ist, das ist hier drauf, oder? Ja, genau. Hallöchen, ich bin mal kurz vorbeigekommen, um das Signalfeuer zu entzünden. Ihr habt doch sicher nichts dagegen. So, betretet die Grüfte. Das soll ich machen mit meiner kaputten Hüfte. Ah, hier ist der Engel. So. Müssen wir jetzt hier... Ne, wir müssen nur mit jemandem sprechen. Mal wieder mit einem Geist. Hallöchen, Königin Bun... Nurnhilde. Mein Gott. Ich spüre, wie Joruns Truppen den Berg heraufkommen. Aber sie werden zu spät kommen. So leid es mir tut, das alles liegt in euren Händen. Nur ihr könnt Fildgor noch rechtzeitig erreichen. Wo kann ich Fildgor finden? Fildgor hat sich Zugang nach Sovngarde verschafft. Er ist der Vollendung seines Ziels nahe. Bald wird er meine Essenz rauben und die Krone von Freydis zwingen, ihn als König anzuerkennen. Bitte, ihr müsst ihn aufhalten. Ja, und als Dank schenkt sie uns ein Begräbnistuch, was auch immer das sein soll. Auf jeden Fall irgendwas für die Schultern. Fildgor hat eine Brücke zwischen dieser Welt und Sovngarde geöffnet. Sein königliches Blut gewährt ihm Zugang zu den heiligen Hallen unserer Ahnen. Ungeachtet der schrecklichen Gräueltaten, die er begangen hat. Nun wirkt er dort seine finstere Magie und entzieht mir die Seele. Wie komme ich nach Sovngarde? Der Brückenwächter hütet den Eingang. Ich werde für euch bei ihm bürgen, damit ihr Sovngarde als mein Champion betreten könnt. Wenn ihr den Gipfel erreicht, dann tretet in die Lichtsäule. Der Rest liegt an euch. Ich werde nach Sovngarde gehen und Fildgor aufhalten. Ich habe nur keine Ahnung, wohin ich muss. Egal, wir laufen einfach mal. Ah, es geht mir so auf die Eier.
Und wer denkt, dass ich keine habe, dem sage ich dann, dass es mir auf die Eierstöcke geht. Aber ich musste, glaube ich, doch da rein, damit ich da hoch kann, oder? Oder muss ich da auf der linken Seite hoch? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Moment, ich guck mal eben hier. Nee, ich meine, ich müsste von da drin weiter. Auch wenn er mir das jetzt so nicht anzeigt. Oder ist es von hinten rechts gewesen, dass da was war? Ich guck hier mal eben kurz. Nee, von hier bin ich ja gekommen, oder? Die Buchdeckel lagen zu weit auseinander. Meine ich doch, von hier bin ich gekommen. Dann ist es sicher so. Das können wir auch nicht öffnen, ne? Nee. Dann ist es sicher so, dass wir da auf der, ja, hier, wenn man so rausguckt, linken Seite hoch müssen. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Doch, da war die Treppe. Die habe ich gesucht. Jungs und Mädels, könnt ihr euch mal ein bisschen mehr zusammenstellen, damit das nicht so lange dauert. Dankeschön. Ja, meine ich doch. Also wenn ich ein bisschen verpeilt bin oder irgendwie total drüber bin, das liegt daran, dass wir immer noch 28 Grad im Schatten haben. In einer Dachgeschosswohnung. Ich wollte das nur noch mal erwähnen. Ich weiß aber nicht, ob das... Ah. Ich wollte gerade noch sagen, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn ich da einfach so reinspringe. Aber es war okay. Hallöchen. Ihr seid mir schon viel zu lange ein Dorn im Auge. Ich kommt weiß. Schon, Störenfried. Kommt und sterbt. Ich werde nicht auf... Nein, so darf es nicht enden. Doch. Ich darf nicht besiegt werden. Nicht schon wieder. Doch, doch. Ihr habt mich geschlagen. Ich verliere gegen meinen verfluchten Bruder. Schon wieder. Vielleicht ist er der bessere Herrscher. Trotzdem wurde ich vor den Augen meiner Vorfahren und meiner Schwester zu Fall gebracht. Tut mit mir, was ihr wollt. Ihr gebt auf? Welche Wahl habe ich denn? Selbst mit Sovngardes Macht als Unterstützung habe ich verloren. Die Krone von Freydis weist mich zurück. Mein gekränkter Stolz wurde mein Untergang. Ihr habt gewonnen. Was werdet ihr nun mit mir tun? Betet, dass eure Ahnen euch vergeben. Aber es liegt nicht an mir, ein Urteil über euch zu fällen. Deswegen, Jorun des Galdenkönig wird über euer Schicksal entscheiden. Ich werde die Krone von Freydis zu meinem Bruder bringen. Keine Angst, ihr habt mein Wort, dass die Sache hiermit beendet ist. Ich glaube in der Zeit noch mal ein bisschen was aus den Begräbnisohren. So, Königin Nurnhilde, ihr seht wieder aus wie in alter Pracht. Fildgor hat diesen Ort verlassen und die Geister sind zu ihrer ewigen Ruhe zurückgekehrt. Sagt mir, was hier geschehen ist. Ich habe Fildgor verschont. Jorun soll über sein Schicksal entscheiden. Diese Entscheidung ehrt euch, aber sie könnte falsch gewesen sein. Ihr hättet ihn einfach töten und all das hinter euch bringen sollen. Verzeiht, seit ich nicht mehr lebe, ist meine Sicht auf die Dinge kaltherzig geworden. Ihr solltet mit Jorun sprechen und dafür sorgen, dass Fildgor für seine Verbrechen bezahlt. Oh, kaltherzig sind doch einige einige lebende Menschen, meine ich. Und ihr, kommt ihr zurecht? Ich weiß eure Sorge zu schätzen, aber für den Fall, dass ihr es vergessen habt, ich bin tot. Ihr habt bereits mehr für mich getan, als ich je erwartet hätte. Ich kehre jetzt nach Sovngarde zurück. Ich werde meinen Bruder begrüßen, wenn er zu mir stößt. Mit etwas Glück werde ich auch euch dort eines Tages wiedersehen. Ja, das hört sich doch gut an. Bleibst du hier stehen? Dann würde ich gerne noch ein Bild machen. Oder kann ich... So machen wir ein Bild. Sehr schön. Ist nicht das schönste Bild, aber irgendwie fand ich das gerade ganz cool. So, kehrt zum Gipfel zurück. Ja, ich weiß immer noch nicht, ob das eine gute Idee ist, aber hui! König Jorun. Sag nichts. Die Sturmfäuste hatten panische Angst vor den lodernden Feuern. Wir hatten uns so schnell wie möglich durch ihre Reihen gekämpft. Aber ich fürchte, wir waren zu spät. Sagt es mir. Meine Schwester... Der Geist eurer Schwester und die Krone sind in Sicherheit. Fildgor erwartet euer Urteil.
Ich wünschte fast, Fildgor hätte die Begegnung mit euch nicht überlebt. Jetzt muss ich mich selbst um meinen eigenen Bruder kümmern. Und es gibt nur eine mögliche Strafe für Verrat. Ja, und bei uns in Deutschland ist das nicht die Todesstrafe, deswegen Fildgor könnte sich noch als nützlich für den Pakt erweisen. Was für ein kluger, wohlüberlegter Vorschlag. Es ist zwar nicht die Art der Nord, aber die Idee hat ihre Vorteile. Denkt nur daran, was wir alles erreichen könnten, wenn wir ihn dazu bewegen würden, mit uns zusammenzuarbeiten. Und ich muss gestehen, dass es mir das Herz brechen würde, meinen Bruder hinzurichten. Vielen Dank für euren Rat. Geschätzte Verbündete, ich stehe an diesem heiligen Drachenschrein vor meinen Ahnen, um unseren Pakt zum Wohle aller zu besiegeln. Ich stehe auf diesem Berg, um zu verkünden, wie weit die Argonier von den Sümpfen des Schwarzmarsches gekommen sind. Im Namen meines Volkes leihe ich der Gründung dieses Ebenherzpaktes meine Stimme. Ich spreche für die Dunmer und das Tribunal. Ich stehe auf diesem eiskalten Felsen, um unseren Platz im Ebenherzpakt zu bestätigen. Ich hoffe inständig, dass wir uns beeilen können, weil man hier oben schier erfriert. Die Nord bringen die Krone von Freydis dar. Dieses Symbol der Macht und Weisheit bietet dem Pakt die Stärke und Autorität unserer Nordahnen. Die Dunmer bringen Veluts Urteil dar, ein Artefakt uralter Magie. Es bietet dem Pakt unsere Fähigkeiten und den Segen des Tribunals. Die Argonier bringen das menemnische Ei dar, das heilige Symbol von Geburt und Leben. So gewähren wir dem Pakt unsere Weisheit, die Erinnerung der Hist. Diese Gaben besiegeln den Pakt, auf das unsere Nationen eins werden. Darüber hinaus fordern die Dunmer einen Anführer, der diesen Pakt zusammenhält. Wir sind der Meinung, dass der Skaldenkönig Jorun uns anführen sollte. Auf das unsere Feinde angesichts unserer vereinten Macht erzittern. Ich nehme den Posten als Großkönig des Ebenherzpaktes an. Wir haben hier noch viel zu besprechen. Bitte, Champion, kehrt nach Joruns Wehr zurück und berichtet meinem Sohn, was hier geschehen ist. Ja, das werde ich dann wohl machen. Wobei hier noch angezeigt wird, dass hier irgendwo noch ein Büchlein sein sollte. Da gucke ich nochmal ganz kurz nach. Das dürfte dann ja nicht allzu weit weg sein. Das ist kein Buch, aber das ist auch was Schönes, was ich ausgraben kann. Hier sind ja sowieso alle jetzt Freunde, ne? Ja. Dann können wir hier nochmal kurz gucken. Drum, drum, drum. Hier ist kein Buch. Hier ist kein Buch. Wo ist das Buch? Das Buch. Ah, da ist es. Sehr schön. Dann haben wir das Buch hier oben nämlich auch. So, dann müssen wir jetzt zum Sohn zurück. Frage ist, komme ich jetzt hier runter oder muss ich ein bisschen weiter außen rumgehen? Ah ja, doch, da bin ich, glaube ich, sonst runtergegangen. Sehr schön. Können wir auch direkt nochmal ein paar Sachen mitnehmen. Noch schöner. So, ich weiß jetzt nicht genau, wie tief ich runtergehen muss, aber ich denke, ja, dass ich hier richtig bin. Ui! Das letzte Stückchen war vielleicht doch ein bisschen zu viel. Moment, da kommen wir rüber, ne? Ja. Sehr schön. Ich weiß den Weg sogar noch. Das ist doch ideal. Moment, da war gerade... Da. Da war gerade ein Wegschrein, dem würde ich mich gerne frei machen, weil ich wahrscheinlich nie wieder hier hinkommen werde. Das ist immer noch gestohlen. So eine Riesensauerei. Ach so, Moment. Können wir nicht eventuell... Oh, das ist ja eine tolle Ansicht der Karte. Eventuell da hinreisen. Das zeigt er mir natürlich jetzt wieder nicht an. Naja, zeigt mir immer nur das hier an. Wahrscheinlich muss ich tatsächlich einfach nur mal eben schnell woanders hinreisen.
Aber da das System von Teso keine Lust hat, mir das Ganze... Oh, die Wand ist stabil. Super. Ja, finde ich auch. Toll. Klasse. Da würde ich auch jubeln, wenn ich nicht mehr die ganze Zeit die Wand festhalten müsste. Nein, nur kleiner Scherz am Rande. Ja. Ja. Genau das, was ich mir schon gedacht habe. Wieso reite ich eigentlich nicht, anstatt zu laufen? Ich hätte einfach rüberporten können. Aber nein, das Spiel will mir ja nicht anzeigen, wo ich hin muss. Also muss ich alles zu Fuß erkunden. So, große Frage. Ist die oben drauf? Ja, sieht so. Beziehungsweise, nee, der Prinz. Ich muss ja zum Prinz, nicht zu der einen. Mein Prinz! Willkommen zurück, Champion. Welche Neuigkeiten bringt ihr von den Gipfeln des einsamen Skuldafens mit? Der Ebenerzpakt wurde besiegelt und Filgor lebt. Mein Onkel lebt? Die Gnade meines Vaters kennt keine Grenzen. Ihr standet ihm treu und fest zur Seite, wo andere ins Wanken geraten wären. Von nun an sollt ihr als Königsfeil bekannt sein, denn ihr schnellt voran und verfehlt nie euer Ziel. Kann ich das denn wenigstens als Titel bekommen? Ich meine, die haben mir schon so viele Namen gegeben, aber ich habe die nie in den Titeln gefunden. Wir haben schwere Schuhe von der akavirischen Drachengarde erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Nein! Königspfeil, ich habe Neuigkeiten, die euch vielleicht interessieren. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Obwohl, du bist wenigstens nicht die Bea. Dann ist das okay. Solange das nicht Bea ist, ist alles gut. Ich kann mich jetzt gerade selber nicht mehr ansehen, weil ich darf mich gerade nicht ansehen hier oben. Das ist natürlich toll. Pfeil des Skaldenkönigs. Ich mache das jetzt einfach mal so, weil, wie gesagt, ich darf nicht zu nah ranzoomen, sagt mir das Spiel. So, ja, bevor ich mir jetzt aber die Neuigkeiten anhöre und die mich jetzt, denke ich... Ach so, die mich jetzt wahrscheinlich in einen anderen Abschnitt schicken werden, denke ich mal. Höre ich mir dann doch mal kurz an, was die zu sagen hat. Ich bin froh, dass man sich um die Dinge in Skuldafen kümmert. Aber die Pflicht eines Soldaten endet nie. Rift braucht eure Hilfe. Meine ich doch. Was ist passiert? Wir haben eine dringende Nachricht aus Schorststein erhalten. Es wird von Rickmannen angegriffen. Ihre Zahl und ihre Wildheit übersteigt alles, was die Verteidiger je gesehen haben. Was kann man da tun? Verstärkung ist bereits unterwegs. Aber der Königspfeil wäre ein wahrer Segen für die Verteidiger. Wiegroth Gespenstertod, der Anführer der Gefährten, lenkt die Verteidigung von Schorststein. Er braucht euch. Ich werde nach Rift reisen und Wiegroth finden. Ja. Die Pläne der Reikmannen. Hallo, hallo. Ich meine, ich habe auch so eine Art Reikmannen-Hexe, für die ich ein Häuschen gebaut habe. Ja, dann werde ich mich aber jetzt von euch definitiv verabschieden, weil damit haben wir uns jetzt den neuen Weg dann schon mal eröffnet. Und wir werden uns dann in der nächsten Folge am Zielort in Rift wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.